Warum können es andere Männer? Warum sehe ich all diese schönen und intelligenten und smarten und süßen Frauen immer in den Armen von den Männern, die ich nicht sein möchte? Ich will nicht so sein wie die. Warum schaffen die es und bin ich es etwa nicht wert? Und vor allem, wie viele Erfahrungen brauche ich denn, um endlich dieses Selbstbewusstsein zu haben, um eine glückliche Beziehung führen zu können? Um eine Partnerin anzuziehen, die auch bei mir bleiben möchte? Das ist die Frage, die wir heute klären, denn die Antwort, die ist verdammt wichtig. Yes! Also mein Lieber, schau dir das Video bis zum Schluss an. Wenn es dir gefällt, hinterlass gerne ein Like und wir legen sofort los. Vor einigen Monaten habe ich mir eine Studie vorlesen lassen, weil lesen kann ich ja nicht. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass Ehepaare, die mindestens 15 oder 20 Jahre eine glückliche Beziehung führen, vor der Ehe mindestens 6 bis 7 Partner gehabt haben. Das führt mich zu folgender Frage. Wie viele Beziehungen sollte ein erwachsener Mann gehabt haben, um anschließend eine Partnerin zu finden, mit der er eine glückliche, langwierige Beziehung führen kann? Ist langwierig positiv oder negativ? Also eine gesunde Beziehung führen zu können. Das heißt, wie viel Erfahrung braucht man in Qualität und Quantität? Ja, yeah. Ja, du sprichst gerade schon direkt was an, Qualität und Quantität. Okay. Die erste Rückfrage auf diese Frage, falls du dir diese Frage jemals gestellt hast, ist welche, die du damals von unserem Selbstbewusstseinscoach Dominik gehört hast, ist welche? Wie viel möchtest du denn haben? Sehr wichtig. Weil die Frage kommt üblicherweise aus einer Vorstellung, die begrenzend ist. Ja, es bedeutet, dass du dir in dieser Fragestellung schon selber nicht erlaubst, das zu leben, was du gerne hättest. Und du sagst, naja, es gibt irgendwie eine Zahl, die richtig ist und ich muss aufpassen. Und das ist nur ein weiterer Trick deines Unterbewusstseins, dir eine weitere Hürde in den Weg zu legen, dir eine weitere Ausrede in den Weg zu legen, gar nicht erst Erfahrungen zu sammeln, gar nicht erst zu versuchen, Frauen kennenzulernen, mit Frauen zu schlafen, Freundinnen zu haben, Beziehungen zu führen. Weil es dir direkt sagt, naja, aber es gibt auch, du kannst einen Fehler machen. Ja, es gibt zu viel, es gibt zu wenig, du musst es auf jeden Fall richtig machen. Das gesagt, gibt es für dich, wenn du dieses Video gerade schaust, kein zu viel. Schau dieses Video, nachdem du auf 30 Dates warst, mit 4 Frauen geschlafen hast und davon dann eine Frau zur Freundin genommen hast oder ihr euch beide dann für eine Beziehung entschieden habt, dann schau dieses Video nochmal und die Antwort wird sich immer noch nicht geändert haben. Die Antwort wird sich dann ändern, wenn du das Gefühl hast, Mann, diese Frau, die ist die Richtige. Und wie kannst du das herausfinden, ob du weißt, dass das die Frau ist, mit der du dein Leben verbringen möchtest? Dazu brauchst du etwas, was wir emotionale Unabhängigkeit nennen. Emotionale Unabhängigkeit bedeutet, dass du, egal ob sie jetzt gerade sich nicht bei dir meldet und du dieses Gefühl hast, dass du, ja, Mist, soll ich sie anrufen, soll ich ihr nochmal schreiben, und du einfach möchtest, dass sie dir ihre Aufmerksamkeit schenkt, egal ob sie dir nichts schreibt oder ob ihr euch jetzt eine Woche lang nicht gesehen habt oder ob du sie mit einem anderen Mann siehst. In diesen Fällen benötigst du etwas, was wir emotionale Unabhängigkeit nennen, dass du in diesen Momenten dann ganz entspannt bei dir bleiben kannst, weil sie kann niemanden besseren finden als du. Das ist das Selbstbewusstsein, das du dann an den Tag legst und ihr alles Gute wünschst. Darfst du gerne kultivieren. Ja, wenn sie dir nicht antwortet, dann denkst du, oh, es ist cool, sie hat gerade irgendwas Besseres zu tun, als jetzt irgendwie am Handy zu hocken und sich den Nacken steif zu machen, so wie ich jetzt die letzten Tage oft steif gemacht habe und unser Mr. Chiropraktiker. Mr. Miyagi ist wieder im Haus. Ja, das ist also was Schönes, dass sie gerade nicht am Handy ist. Ist doch gut für euch beide. Du möchtest doch auch eine Partnerin haben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die ihr eigenes Leben hat. Das ist ein interessantes Leben. Ja, die nicht dir hinterher rennt. Und das widerspiegelt, was du vielleicht bei vielen Frauen gemacht hast. Dass du nicht dein eigenes Leben hast oder dass du nicht dann, wenn du in einer Beziehung bist, dann deine Freunde vernachlässigst, weil du jetzt nur noch Augen für sie hast. Das ist keine gesunde Beziehungsführung. Du möchtest jemanden als Partner haben, der sein eigenes Leben hat, ja? Der auch seine eigenen Freunde hat, Freundinnen hat und auch Zeit verbringt mit etwas, was nicht dich inkludiert. Ja? Genauso wie du dieses Recht dazu hast. Und das ist sehr wichtig. Ja? Das gesagt, musst du in solchen Augenblicken, wenn du dir die Frage stellst, okay, soll ich ihr jetzt antworten oder nicht? Ja, dieses klassische Beispiel. Sollst du dir die Frage stellen, brauche ich denn gerade eine Antwort? Brauche ich denn wirklich gerade eine Antwort? Brauche ich denn dieses Gefühl, nach dem ich mich gerade sehne? Die Wahrheit ist, du brauchst es nicht. Bevor du sie kennengelernt hast, hast du nicht vorm Handy gehockt und auf diese imaginäre Antwort gewartet. Du bist schon unabhängig. Emotionale Unabhängigkeit ist kein, und das hast du damals so schön beschrieben. Vielleicht kannst du das beschreiben mit der Entscheidung. Mit der Unabhängigkeit? Ja.
Ich habe die Erkenntnis gehabt vor ein, zwei Jahren, dass Unabhängigkeit kein Ziel ist, was ich einmalig erreiche, weil das war mein Glaubenssatz damals. Wenn ich erstmal die Unabhängigkeit erreicht habe, dann wird alles besser. Bis ich dann irgendwann entdeckt habe, nein, die Unabhängigkeit, die entscheide ich heute. Und zwar jeden Tag, jeden einzelnen Tag fürs Neue, vielleicht auch 3-4 Mal am Tag, je nachdem, was passiert. Dann sage ich mir immer noch, ich entscheide mich für die Unabhängigkeit, für meine Freiheit und meinen Seelenfrieden. Und setze nicht voraus, dass sie irgendwann mal kommen wird. Nein, dies jetzt, genau jetzt, in diesem Moment. Das darfst du dir gerne gönnen und für dich entscheiden. Unabhängigkeit ist eine Entscheidung. Es ist kein magischer Ort, an dem du irgendwann mal hingebeamt wirst, wenn du gut genug bist. Nein, du bist jetzt schon gut genug dafür. Du kannst sie dir jetzt schon gönnen. Ich weiß, das ist vielleicht schwierig zu sehen. Dafür gibt es solche Videos, dafür gibt es uns, dafür kannst du dich auch bei uns melden für die Flirty.Charisma-Analyse hinter Makakos Kopf. Da oben findest du den Link. Ja? Das kannst du machen, dann helfen wir dir dabei. Aber die Wahrheit ist, diese Fähigkeit steckt schon längst in dir. Wir helfen dir vielleicht, sie wieder nach außen zu tragen, sodass du dieses Charisma auch nach außen strahlen bringen kannst und du dann in wenigen Wochen dann auch die Frau von dir überzeugen kannst, die du so magst und der du vielleicht in der Friendzone bist. Aber wir geben dir nichts, was nicht schon längst in dir ist. Und das ist super cool zu realisieren, dass du schon gut genug bist für die Frau, für andere Frauen, für ganz viele Frauen, für die Traumfrau, mit der du irgendwann mal vielleicht Kinder hast und eine Familie gründest und ein Haus baust. Ja? Das ist die eine Sache. So, das ist das Allerwichtigste, was wir erstmal abhandeln müssen. Die zweite Sache ist, wenn du jetzt eine Fülle an Dates und an Beziehungen hattest und du dieses Gefühl wirklich hast, dass, weißt du was, aufgrund dieser emotionalen Unabhängigkeit weiß ich, ich könnte andere Frauen treffen, die genauso toll sind. Ich spüre das in meinen Knochen. Ich habe da nicht die geringsten Zweifel. Und du fühlst dich in diesem Moment wirklich sicher. Ja, das ist die Frage. Wenn du dich wirklich sicher fühlst, dass du nicht alleine enden wirst. Ja, dass du dich auch gut fühlst in deiner Haut, selbst wenn es jetzt vorbei wäre mit dieser Frau. Und du sie dann trotzdem liebst und trotzdem sagst, ja, ich könnte andere Frauen haben und ich könnte sie wirklich haben. Das ist keine Selbstverarsche. Die meisten, die gerade zuschauen, werden sich selbst verarschen. Das weiß ich, weil wir mit diesen Männern immer wieder sprechen. Okay? Deswegen, das gebe ich dir jetzt hier als theoretisches Konstrukt ebenfalls mit auf den Weg, um die Frage zu beantworten. Aber die Wahrheit ist, die allermeisten sind noch nicht an dieser emotionalen Unabhängigkeit angelangt. Ja? Und wenn du nicht hineinspürst, dann merkst du wahrscheinlich, dass du das immer noch nicht spürst. So. Dazu kann ich noch zwei Fragen mitgeben, die du dir selber jeden Tag stellen kannst. Fühle ich mich mit mir selbst, mit dem, was ich tue, zufrieden und glücklich? Die Frage Nummer zwei, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammen sein möchte, welche Frau wäre es und welche Frau würde mir das Gefühl geben, dass ich diesen State nochmal erhöhen kann, mich noch besser fühle und gleichzeitig auch dieses Gefühl zurückgebe der Frau, damit sie sich auch besser fühlt? Grundsätzlich, bei jeder Begegnung, jeder Reise, jedem Kapitel, jedem Step deines Weges, wo du Frauen kennenlernst, ist das Kapitel nur dann ein schönes und gibt dir auch dieses Gefühl von Unabhängigkeit, wenn du es als schönes Kapitel beendest. Und Beenden eines Kapitels ist diese Fähigkeit, emotionale Unabhängigkeit auch als Entscheidung zu kultivieren, als Gewohnheit, ja, dass du immer wieder diese Gewohnheit hast. Denn es gibt nichts Schöneres als, egal ob es mit einer Frau ist oder mit deinem Kind oder mit deinen besten Freunden oder gerade einfach nur mit der Bäckerin, mit der du gerade ein schönes Wort ausgetauscht hast, dass du dich, wenn du dich an diese Situation zurückerinnerst, in deinem Buch der Geschichten, dass du dich dann an ein schönes Ende zurückerinnerst. Und das, dass du diese Fähigkeit hast, einen Punkt zu setzen in dieser Geschichte, also das Ganze auch zu beenden, nach deinem Gusto, so wie du es möchtest, das ist der Beweis von emotionaler Unabhängigkeit. Ja? Weil du es dir selber dann immer wieder beweisen kannst, ich muss ihr nicht hinterher rennen. Ich bin glücklich, so wie ich bin. Ja? Und auch hier wieder, große Warnung, zu 99% bist du noch nicht an diesem Punkt. 10 Jahre Erfahrung, ich weiß das nun mal. Ja, das ist auch okay so. Aber du darfst jetzt nicht den Fehler machen, dich zu verarschen. Dieses Video, das wollten wir aufnehmen, weil wir dir diese Frage beantworten wollten. Aber ich muss da halt auch wirklich eine große Warnung aussprechen. Verarsch dich nicht selber. Ja, an den Punkt zu kommen, dass du diese emotionale Unabhängigkeit so verspürst, dass du dann auch sagen kannst, weißt du was, sie ist die Richtige, ich brauche keine anderen Frauen mehr kennenlernen. An dem Punkt, das ist, was andere Menschen meinen, wenn sie sagen, ja, wie hast du festgestellt, dass du die Richtige getroffen hast oder dass du jetzt den Richtigen geheiratet hast. Und die sagen dir dann, irgendwann weißt du es einfach. Das ist die Wahrheit. Irgendwann weißt du es auch. Und das ist ein großer Unterschied zu diesem Gefühl des Zweifels, das du jetzt wahrscheinlich vielleicht gerade hast.
ja, dann weißt du es einfach noch nicht. Das ist wirklich ein Kern Selbstbewusstsein. Da stehst du wie der Fels in der Brandung und weißt einfach, was du wert bist und dass sie unglaublich ist, aber dass es noch andere Menschen gibt, die ebenfalls unglaublich sind. Wir wollen uns nichts vormachen. Sie ist nicht die einzige auf der Welt, mit der du kompatibel wärst. Aber sie ist verdammt besonders. Und das ist cool, das ist schön. Genieß diese Zeit mit ihr. Das gesagt, wolltest du gerade einspringen? Ich wollte meine Oma zitieren, die mir mal gesagt hat, oh, Pegopayo, Sarangeo. Nein, das hat sie auch gesagt, aber sie damit hat mir gesagt, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Und sie hat damals die Liebe in einer Beziehung, in einer Ehe zitiert. Die meinte, eine Liebe in einer Beziehung, in einer Ehe, ist nicht aus dem Grund weil, sondern aus dem Grund obwohl. Das ist mir immer Hinterkopf geblieben. Die tagtäglichen Entscheidungen, schon wieder das Wort Entscheidung, die dafür führen, eine Beziehung weiterzuführen, obwohl es andere Partner geben könnte. Und obwohl es Differenzen gibt, obwohl es vielleicht andere Werte gibt, obwohl es andere Interessen gibt. Wieso habe ich das jetzt gerade eingeworfen? Ich wollte es einfach mal loswerden. Es ist ein weiser Satz von deiner Oma. Auch hier wieder, ich hoffe, ich kenne deine Oma noch nicht persönlich. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Du wirst niemals kennenlernen. Vielleicht eines Tages. Auf der anderen Seite. Genau. Sehr schön. Frag, ob sie dir Reis macht. Deine Oma hatte vielleicht dieses Gefühl, als sie das gesagt hat, von emotionaler Unabhängigkeit in sich drinne. Das weiß ich nicht. Aber wenn du davon sprichst, dass du auch über Werte hinweg siehst, die vielleicht nicht zu dir passen, dann musst du dir schon sicher sein, dass die Grundwerte deines Partners passen. Ja, du kannst nicht mit jemandem ewig zusammen sein, wo die Grundwerte einfach nicht passen. Ja, wenn ihr da nicht auf Augenhöhe seid, dann ist die Beziehung leider nicht einem glücklichen Verlauf geweiht. Ja. Das ist allerdings noch ein anderes Video und das ist auch ein anderes Thema, wie du Frauen nach deinen eigenen Werten filterst. Da haben wir verdammt viele Videos auch zu gemacht, aber ich kann die jetzt nicht alle hier linken. Komm, hier oben kommt jetzt eine Playlist. Okay. Das Wichtigere hierbei ist, dass du realisierst, wie viel möchtest du denn erleben? Wie viele Erfahrungen willst du noch machen? Bist du wirklich schon zufrieden mit diesem Speicher an Erfahrungen? Oder verarschst du dich nicht selbst, weil du niemanden kennst, der mehr erlebt hat als du? Weil du nicht in diesem Milieu groß geworden bist, in dem Menschen einfach das machen, woran sie wirklich glauben. Ja? Ich weiß, da gibt es unzählige Beispiele für. Auch immer wieder bei den Männern, die bei uns in der Flirty.Charisma-Analyse reinkommen und uns einfach erzählen, naja, in meinem Umfeld, da sind alle noch in derselben Stadt, da hat keiner irgendwie mal mehr als zwei Partnerinnen gehabt, die kennen sich schon lange. Meine Eltern fragen mich die ganze Zeit, ja, wann kriege ich Enkelkinder? Und wenn ich dann aber sage, ja, ich würde vielleicht gerne nach München, nach Zürich, nach Wien, in die nächste Großstadt oder vielleicht sogar in ein anderes Land ziehen, Wie verrückt wäre das denn? Dann haben die Eltern da eine kritische Meinung, einen kritischen Blick dazu. Und dann, okay, gut, dann bleibe ich bei mir, dann mache ich meine Eltern glücklich, mache ich mein Umfeld glücklich, bleibe bei diesem Arbeitgeber, wo ich bin, weil, naja, so machen es ja alle. Und wenn du so dein Leben lebst und so designst, dann lebst du nicht in Freiheit. Dann lebst du in diesem Gefängnis. Und du lebst nicht dein Leben. Du lebst das Leben von anderen. Und es ist verdammt traurig, weil das Leben von anderen ist nicht so glücklich. Deswegen ziehen sie dich ja dann ebenfalls herunter. Deswegen wollen sie ja nicht, dass du glücklicher bist, dass du mehr erlebst, dass du mehr Freiheiten hast. Dass du zum Beispiel mal einfach in einer Woche auf 4 Dates gehst und sagst, boah, mir haben alle Frauen gefallen, ich will die nochmal treffen und schauen, wie es so wird. Ja? Das sind die Sachen, die bei uns die Männer in der Flirt-Masterclass immer wieder erleben. Und aus diesem Grund haben sie dann auch die Fähigkeit, die Frau herauszupicken, mit der sie dann alt werden möchten. Ja, deswegen haben Männer wie der Stefan zum Beispiel jetzt gerade Anfang des Jahres sich verlobt. Oder der Paul mit seiner langjährigen Freundin, wo er gesagt hat, das ist die eine unter 10.000. Oder der Milat, den ich habe im letzten Video davon erzählt, der diesen Brief bekommen hat, diese Postkarte von seiner Freundin. Schön. Ja, das sind Dinge, die du erlebst, weil du dich für die Unabhängigkeit und für die Freiheit entschieden hast. Wer in deinem Umfeld entscheidet sich denn dazu? Wer macht denn den Job, den er wirklich will? Welchen Job wolltest du als Kind mal haben? Ich wollte Feuerwehrmann werden. Ist lang her, gell? Ist lang her. Ja. Wie viele Menschen gestehen sich nicht ein, dass sie etwas anderes möchten als das, was sie gerade haben? Dass sie zum Beispiel gerne eine andere Freundin hätten.
weil sie jetzt gerade in einer Beziehung sich gefangen fühlen, die sie nicht wirklich glücklich macht. Wo die Frau auch nicht mehr sich wirklich Mühe gibt, da ist keine Zärtlichkeit, da ist schon lange keine Intimität, keine Nähe. Kein Vertrauen. Und aus diesen Gründen sagen sie dann, ja, aber ich habe ja sie, ich weiß nicht, wie ich noch andere Frauen kennenlernen soll, also bleibe ich bei ihr. Ich akzeptiere ein Leben, das mich unglücklich macht. Mach das nicht. Das kann nicht sein. Du hast so viel mehr verdient als das. Okay? Also, ich möchte, dass du glücklich bist. Ich möchte, dass du auch die Frauen kennenlernst, die du kennenlernst. Ich möchte, dass du aus dieser Fülle an Erfahrungen, Fülle an Geschichten, Frauen ein viel schöneres Leben machst. Jede Frau, die du begegnest, dass sie durch dich an einen noch glücklicheren Ort gekommen ist, weil sie dich kennengelernt hat. Dass sie diese magischen Worte sagen kann, danke, dass du mich angesprochen hast. Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Das wünsche ich dir und das kannst du erreichen, das schaffst du. Komm dazu gerne in die Flirty.Charisma-Analyse, wenn du wissen willst, wie du das jetzt in den nächsten 3 Monaten hinbekommst. Denn darin sind wir sehr geübt, dass wir das sehr schnell bei dir hinbekommen werden. Da kriegst du deinen eigenen Leitfaden dazu, wie du dann auch dein eigenes Charisma aus dir heraus sprudeln lässt und auf Frauen so zugehen kannst, wie du es eigentlich in deinem Inneren schon immer konntest, aber es dir selber nicht erlaubt hast und andere Menschen es dir verboten haben. Du hast diese Freiheit verdient. Ich helfe dir sehr gerne dabei, Makako hilft dir sehr gerne dabei, Dominik hilft dir sehr gerne dabei, Peschmann hilft dir sehr gerne dabei. Unser Team ist mit Leib und Seele hinter dir und die anderen Männer, die in der Flirt Masterclass sind, die wollen dir auch dabei helfen. Also lass uns gemeinsam schaffen. Ich glaube an dich. Lass uns spielen. Genau, und da kommt er ins Spiel, denn wenn es ums Spielen geht und ums Flirten und die Leichtigkeit und den Tanz, da ist er unser Experte. Deswegen ist er jetzt auch seit Anfang Januar bei uns im Team und nicht mehr Teilnehmer vor 2 Jahren, weil er das so geil gemeistert hat. Und jetzt gerade, wie viele Frauen triffst du gerade? Wie viele Erfahrungen machst du gerade gleichzeitig? Aktuell, jetzt hier mit dir? Nee, 3. Und wie viele von ihnen magst du besonders? 3. Sonst würde ich sie ja nicht treffen, oder? Das darfst du. Und falls du dir die Frage stellst, naja, aber verletze ich damit nicht Frauen? Makako, du kannst vielleicht mal erzählen, fühlen diese Frauen sich verletzt? Verletzt? Nein, die fühlen sich nicht verletzt, weil ich auch offen bin in meiner Kommunikation. Die 3 kennen sich sogar gegenseitig. Also insofern... Alles ist möglich. Es ist so irre. Ich weiß, es hört sich so an wie, ja, aber das bin ich nicht. Das ist ein anderes Leben, das kann ich nicht. Aber das kannst du und das hast du auch verdient. Das ist kein anderes Leben, das ist dein Leben. Und irgendwann wird es vorbei sein und wie willst du es dann gelebt haben? Also mein Lieber, komm die Flirty Charisma-Analyse, wir helfen dir sehr gerne dabei. In 3 Monaten kriegen wir das hin. Da bekommst du den Leitfaden, den du dir gerne wünschst. Da bekommst du ihn. Also mein Lieber, Link für die Flirty Charisma-Analyse findest du hier.